Während die Teilnehmer jetzt Zeit zur freien Verfügung haben, sind Marios Assistentinnen Julia und Vanessa schon mit den Vorbereitungen für die Lucky Loser Challenge beschäftigt. Beide wissen, dass sie den Host nicht noch einmal enttäuschen dürfen. Okay, warte, ich zeig mal. Packst du dabei alles ein? Ja. Wir hatten alles, was wichtig ist, in die Tüte ein. Okay. Ehrlich. Mein Gott, bisschen Spaß hab ich ja nicht so. Bist du der nächste Mario jetzt, oder was? Bei dir ist immer alles Spaß. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Okay, also wir haben alles, was wichtig ist. Ja. Fifth floor, warmer apartment. Chris will bei den Challenges nicht enttäuschen, aber er wartet immer noch auf seine dringend benötigten Schmerzmittel aus Deutschland. Ich bin noch im Hotel. Ich bin jetzt hier. Das Paket müsste hier sein. Jetzt pass mal auf und hör mir mal zu, ohne Scheiß. Ich hab dir viel Geld dafür gegeben, okay? Und ich lass mich nicht von dir verarschen. Mein Sieg hängt davon ab, okay? Ich hab richtig Schmerzen. Ich geh jetzt noch einmal zur Rezeption, okay? Und wenn es nicht da ist, dann hast du echt ein Problem. Hallo. Hallo. Ich suche ein Paket für Carlo Schmidt. Carlo Schmidt? Hier? Mein Paket müsste hier sein. Ich habe keine Paket hier, es tut mir leid. Kannst du irgendwie noch mal gucken oder so? Vielleicht. Komm mit mir bitte, wir gucken im Depot, bitte. Okay, danke schön. Damit niemand etwas mitbekommt, hat sich Chris die Schmerzmittel extra auf den Fantasienamen Carlo Schmidt schicken lassen. Verdammt! Ist ja echt kein Paket. Was kann ich denn jetzt machen? Wie soll ich hier durchhalten, wenn ich keine Tabletten habe? Das macht mich so sauer, dass das Paket immer noch nicht angekommen ist. Ich verstehe es einfach nicht. Ich brauche jetzt unbedingt diese Tabletten. Ohne die schaffe ich es nicht. Mit einem ganz anderen Problem bekommt es Julia wenig später zu tun. Die Mülltüte mit den Utensilien und die Lucky Loser Challenge ist verschwunden. Hey Vanessa, hast du den schwarzen Müllsack mitgenommen mit unseren Unterlagen für die Challenge? Nee, der ist nicht im Büro. Also, ich habe gerade alles durchsucht. Ich dachte, du hättest den vielleicht mitgenommen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Nee, habe ich... Nein, Mann, Vanessa, wenn wir den nicht schon wieder verloren haben, weißt du, was wir für einen Anschluss kriegen? Ey, das kann doch nicht sein. Fuck, wenn die Putzfrauen das mitgenommen haben. Waren die heute schon da, weißt du das? Okay, ich versuche die draußen abzufangen, okay? Okay, bis später, ciao. Entschuldigung. Hallo. Ja. Hola, gesagt. Hast du dieses Büro sauber gemacht? Haben Sie da den Müll mitgenommen? La Oficina. Ja, Sie. Wo haben Sie das hingebracht? Wo ist der Müll davon? Von diesem Office. Where? Wo? Donde? Vale. Está por aquí. Geradeaus? Todo recto, a la derecha. A la derecha? Sí? Okay. Adios. Suerte. Viel Zeit bleibt Julia und Vanessa jetzt nicht mehr, die wichtigen Unterlagen zu finden. Die beiden dürfen auf keinen Fall zu spät zur Challenge kommen. Hey, ich bin so schnell gekommen. Ja, hast du ihn schon gefunden? Nein, ich bin gerade eben erst angekommen. Ich weiß aber nicht, in welcher Hinsicht. Ja, die sind viel zu klein. Nee, das ist Glas. Du hast keine Ahnung, was. Ja, dann kann er ja nur hier drin sein. Vollkatastrophe einfach schon wieder. Und die Putzfrauen, die sind hier super eifrig und auch richtig, richtig nett. Aber da hätte sie vorher wenigstens vielleicht mal reingucken können, weil die wissen ja auch, was wir hier machen. Ja, das darf auf keinen Fall, darf hier keiner erfahren und vor allem Mario nicht. Ja, dann ja, geh rein. Warum ja, nicht? Weil es deine Schuld ist. Du hast ihn so blöd hingestellt. Ja, klar. Wieso die Putzfrau denn überhaupt erst mitgenommen hat? Ja, ich habe der Putzfrau gesagt, sie soll den wegschmeißen. Das ist eine Müllpresse. Da darf man nicht mehr. Ich gehe da nicht rein. Ja, Müllpresse ist besser, als nochmal Anschluss von Mario zu kriegen. Gut, wird zwar schneller gehen, wenn du mithilfst, aber dann gehe ich eben jetzt da rein. Ja, dann warte. Ich helfe dir. Okay, dann gehen wir zusammen rein. Das ist wahrer Teamgeist. Zusammen durch dick und dünn und im schlimmsten Fall sogar durch die stinkenden Abfälle der Hotelanlage. Aber was tut man nicht alles, um seinen Job zu retten? Also, Augen zu und durch. Warte. Hast du? Ich hab. Der Ordner ist hier. Ja, ist alles drin, mein Kleiner.
Es war richtig, richtig knapp dieses Mal. Fast wieder verkackt. Ja, richtig peinlich, aber Hauptsache, wir enttäuschen Mario nicht wieder und er wird es auch nie erfahren. Das wird sowieso niemand erfahren. Und ich würde sagen, du gehst jetzt mal duschen, weil du stinkst. Du auch, du stinkst. Marie und Tobi erholen sich zusammen von den anstrengenden Challenges am Hotelpool. Marie hat allerdings nur Augen für Felix. Wie dumm nur, dass ihr der Mut fehlt, ihren Schwarm endlich anzusprechen. Das ist echt mal hier eine Abwechslung, ne? Sonst machen wir nur Sport in der Sonne. Ich liebe das. Ja, was ich immer ein bisschen hasse, ist, wenn ich gerade frisch eingecremt hast, ein bisschen nur am Öl, ne? Machst du ein paar Übungen, ein paar Burpees. Ich weiß. Hallo, hörst du mir zu? Was denn? Ah. Entschuldigung. Alles klar. Ja, glotz nicht so, dann geh rüber. Nein, das kann ich nicht machen. Na, geh rüber, sprich ihn an. Nein, einfach so? Doch, der schwimmt jetzt noch ein, zwei Bahnen und dann geht er raus, wird sich abtrocknen, das übliche Blabla. Dann wird er sich eincremen und dann wirst du nach seiner Sonnencreme fragen. Pass auf, ganz einfach. Ja, okay. Viel Glück. Hallo Felix. Ah, hey. Darf ich vielleicht mal deine Sonnencreme haben? Na klar, bitte. Wir sehen uns. Ciao. Kriegt Felix eigentlich überhaupt irgendwas mit? Ich meine, hat er überhaupt noch seine Augen im Kopf? Der hätte mich ja wenigstens mal kurz eincremen können. Ein zuverlässiger Sonnenschutz ist auch bei der Lucky Loser Challenge nötig, die nun an der Strandpromenade stattfindet. Dabei treten die Teilnehmer wie immer geschlossen auf. Schwitzen müssen allerdings nur vier von ihnen. So Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Ihr wisst ja, nach jeder Challenge gibt es auch eine Lucky Loser Challenge. Und in der heutigen Lucky Loser Challenge begrüße ich die Niki, den Tobi, die Chiara und die Denise. Wunderbar. Tretet vor. Ich habe das Ganze für euch vorbereitet. Ihr seht hier eure nächste Challenge. Die anderen können sich die Challenge ruhig mit anschauen. Damit ihr seht, was auf euch zugekommen wäre. Ein bisschen tut mir Chiara schon leid, dass sie jetzt schon wieder in den Lucky Loser muss. Ich meine, sie hat in Deutschland ihr ganzes Leben aufgegeben, ihren Job aufgegeben. Ich hoffe, dass sie wenigstens jetzt noch ein paar Punkte holt. Auf allen Vieren geht es über eine Strecke von 5 Metern hin und zurück. Wer dabei innerhalb von 3 Minuten die meisten Zieh- und Startberührungen hat, gewinnt. Angetreten wird jeweils zu zweit. Los geht's! Ja, ich bin ja immer für Überraschungen zu haben, deswegen habe ich die Lucky-Loser-Taktik für mich entdeckt. Nein, natürlich nicht. Also ich versuche das beim nächsten Mal zu vermeiden und nicht in die Lucky-Loser-Challenge zu gehen, weil es geht auf Dauer auch auf die Kräfte. Es wird intensiv sein, die werden so schwitzen, vor allem 3 Minuten, das unterschätzt man. Ja. Deswegen müssen sie auf jeden Fall mal die Kräfte einteilen, nicht, dass die nach einer Minute da keuchend auf den Boden fallen, weil man hat theoretisch die 3 Minuten, die man auch nutzen sollte. So, seid ihr bereit? In Position. 3, 2, 1, go! Ja gut, let's go! Super, ganz. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Die ersten 30 Sekunden sind um. Weiter, Leute, weiter, Leute. Super. So, jetzt wird's schwer. Feuer mal ein bisschen an hier. Los, Tobi! Für Chiara steht alles auf dem Spiel und sie bündelt alle Kräfte. Aber wird sie die 3 Minuten bei sengender Hitze auch durchhalten? Erst die Hälfte der Zeit ist um. 1,30! Immer weiter! Hauptsache, du bewegst dich! Weiter, weiter! Jetzt geht alles! Super, genau so! Step by step by step! Blick auf den Boden! Step by step by step! 2 Minuten! Und weiter, weiter, weiter! Was hast du, Tobi? Der Boden ist ultra heiß und du merkst halt, wie die Sonne ballert und wenn du halt unten mit deinem Kopf so rumhängst, dann merkst du es halt schon, wie es an den Kreislauf geht.
Bauchmuskeln sind morgen am Start. Aber ansonsten, ja, ich bin jetzt gespannt, wie die anderen sich schlagen. Ja, warten wir mal ab. Die Nervosität steigt auf jeden Fall jetzt extrem. Ich bin mega aufgeregt. Ich habe auch Angst so ein bisschen um meine Finger. Chiara meinte eben schon, dass die halt wirklich extrem brennen durch die Hitze. Und die Hitze macht das Ganze einfach umso schwieriger, ne? Ja, auch Respekt vor der Leistung. Wir haben es 3 Minuten geschafft. Also, sie haben schon richtig gut gemacht. Wir müssen jetzt nochmal toppen. Versuchen wenigstens. Versuchen durchzuhalten. Aber das wird mal cool. Jupp. 31 Bahnen sind zu toppen. Niki und Denise werden alles geben. Auf Position! 3, 2, 1, go! Super Leute, let's go! Niki, du musst ganz klar gerade. Noch ist es gemütlich. Die beiden liegen dicht beieinander, aber Denise' Kräfte lassen zunehmend nach. Bei knapp 2 Minuten hat sich Niki einen leichten Vorsprung erarbeitet. Los, Denise, kämpf. Komm weiter, Denise, komm! 100 Meter, 1 Minute noch! 1 Minute, die letzte weiter, Minute läuft! Du hast gleich geschafft! Wir wollen mal langsamer, aber mach weiter! Komm, Mann, super, Denise! Denise, hör auf zu denken! Du auch, Niki! Konzentration, ja. Alles gut, so weiter, Denise. Alles richtig durch, komm. Schafft ihr zu beiden kurz noch. Weiter, genau, Step by Step, durch. Wir sind alle bei dir. 30 Sekunden, habt ihr beide, weiter geht's. Dafür müsste sie 22 Bahnen schaffen und würde damit Chiara überholen. Ich wusste, dass diese Challenge schwer wird, aber ich habe es doch unterschätzt. Ich habe einfach gemerkt, dass ich wieder mehr Bauch trainieren muss. Das beansprucht so den Core und ich kann gerade meine Beine überhaupt nicht bewegen, weil das hier vorne alles einfach noch schmerzt und so weh tut. Ich habe bis zum Schluss gekämpft. Die letzten 10 Sekunden habe ich nochmal vorher so, komm, das schaffst du, Niki. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Aber ich habe jetzt gedacht, dass ich dann danach schlimmer reagiere, also der Körper. Mir geht es eigentlich ganz gut. Aber es war trotzdem anstrengend. Ich würde es nicht nochmal machen wollen. Also alles, was man mit einem starken Team schafft, das habt ihr.